Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gehen wir das Thema Home Assistant einen Schritt weiter. Und zwar, wir installieren jetzt mal Home Assistant auf dem Raspberry Pi. Ich hoffe, ihr habt ordentlich eine Tasse Kaffee parat. Die kann man hier übrigens kaufen, falls ihr daran Interesse habt. Don't drink and clipper, ich musste mir das antun. Jedenfalls, wir installieren das heute. Ich brauche eine ordentliche Ladung Kaffee und dann gehen wir das Thema an. Wir hatten das Thema schon im ersten Teil und zwar, ich habe ja gesagt, ich habe hier unten drunter eine mSATA SSD. Beim Raspberry Pi 4 ist der Bootloader meistens schon vorinstalliert. Das heißt, man kann einfach das anschließen per USB, eine externe Festplatte und kann die MicroSD-Karte hinten rauslassen. Darauf muss ich natürlich ganz normal auch ein Raspberry-Betriebssystem befinden, was wir bei Home Assistant ja als Image mitgeliefert bekommen. Das heißt also, ich nehme hier in diesem Fall keine MicroSD-Karte, sondern ich nehme eigentlich, ja, ein USB-Wechsellaufwerk. Der Vorteil liegt auf der Hand. Home Assistant hat viele Schreib- und Lesezyklen und so eine MicroSD-Karte, kann ich euch aus Erfahrung sagen, hält einfach nicht lang genug durch. Irgendwann ist sie kaputt und dann setzt ihr das Ganze von vorne auf und so weiter und so fort. Das ist nicht nur ja ärgerlich, das ist einfach nur wirklich zum Verfluchen, denn wenn ihr dann alles neu aufsetzen müsst, alle Konfigurationen neu setzen müsst, ihr gegebenenfalls die Konfiguration das letzte Mal nicht ordentlich gesichert habt und so weiter, dann wird es einfach irgendwann zu einem Punkt kommen, wo ihr es einfach nicht mehr wollt. So eine SSD ist da doch schon haltbarer, ihr wisst das aus dem Computer, da ist das überhaupt kein Problem. So, ich ziehe das jetzt hier einfach mal ab. Jetzt im Fall, ich habe die Kraft. Dann habe ich hier so ein USB-zu-USB-Kabel, das stoppel ich jetzt hier unten einfach ran. Das geht jetzt rein in den Rechner und dann machen wir am Rechner weiter. Nachdem ich das jetzt an den Rechner angeschlossen habe, können wir auch gleich mal die Home Assistant IO Webseite öffnen. Ihr seht, hier gibt es ein schönes Getting Started. Da gibt es eine Installation. Das ist ja das, was wir auch heute tun wollen. Und wir wollen das auf einem Raspberry Pi machen. Dann tun wir das doch genau so. Okay, gucken wir mal, was müssen wir machen. Es wird diese und diese Hardware empfohlen. Ich habe in diesem Fall jetzt hier ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM. Man kann aber auch, wenn man ein Dreier rumliegen hat, das Dreier nehmen. So, eine MicroSD-Karte, hier steht das auch nochmal, Minimum Class 2, das ist nämlich genau das, um was es geht, da es viele IOs gibt und das kann auf Dauer echt schadhaft werden. Ich kann euch sagen, ich habe mal eine Streaming-Software gehabt, die, ja, wie soll ich sagen, die hat eigentlich nur eines getan und zwar einen Stream von einer Webkamera gehostet mit einem Loopback, dass man das auf einer Webpage angucken konnte. Und diese MicroSD-Karten Class 1 waren dann nach einem Jahr hinüber. Ist natürlich nicht schön und war auch nicht sehr ertragreich. So, Milena Etcher sollte euch runterladen. Gibt es hier auch einen Link. Habe ich auf Garantie hier schon auf dem Rechner drauf. Und jetzt gucken wir mal hier weiter. Okay, also wir sollen dann hier diese URL. Die habe ich zwar auch schon mal kopiert, weil ich habe das ja schon mal probiert. Also starten wir jetzt Milena Etcher und tragen das hier ein. So, also im Milena Etcher hatte ich ja gesagt, das ist jetzt offen, dann Flash from URL. Hier unten steht die sogar zum zufällig, stehen schon die letzten Versionen, aber ich trage die hier oben trotzdem nochmal ein. Nicht, dass es hier unten auch eine ältere ist, aber es sieht sehr gut aus. 6.5 hatte ich nämlich. Jetzt will er ein Ziel. In meinem Fall ist es natürlich diese SSD, die ist 128 GB groß, das ist relativ günstig. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, falls ihr das nachmachen wollt. Okay, Select. Und ja, dann drücke ich auf Flash, dann ja nochmal eine ganz große Warnung, das ist ein ziemlich großes Laufwerk, das hat er erkannt und man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, wenn man das falsche Laufwerk hier ausgewählt hat, tja, dann kann es durchaus passieren, dass alle eure Daten weg sind und das wollt ihr nicht, also drücken wir mal auf Ja. Jetzt dauert das einen kleinen Moment, bis er das geflasht hat. Bei mir geht das relativ zügig jetzt sogar von der Hand, denn wir haben hier ja immerhin ein USB 3.0 Laufwerk. Und ja, die Schreibraten sollten ein bisschen schneller sein, aber ja, es geht schon von der Hand. Also warten wir kurz ab, bis er das fertig gemacht hat und dann machen wir weiter. So, Thema erledigt, also raus mit dem Ganzen aus dem Rechner. Und da wir das ja jetzt hier alles fertig haben, können wir das alles hier entfernen. Irgendwo habe ich meinen Dongle, hier ist er, stecke ich den hier wieder zusammen. Und was ich jetzt noch mache, ist klar, ich schließe jetzt Netzwerk an, denn ich betreibe ja mal alles kabelgebunden. Und ja, und Strom natürlich. Natürlich mit einem ordentlichen Netzteil, dass es auch ordentlich versorgt wird.
Während er jetzt also startet, gucken wir nochmal auf die Web-Oberfläche und können schon mal einen Schritt weitergehen. Das wird jetzt eine Weile dauern, denn so ein Raspberry Pi braucht bei der erstmaligen Initialisierung ein bisschen Zeit. Die Zeit müsst ihr immer einplanen. Beim ersten Bootvorgang dauert es einfach, bis er alles sozusagen eingerichtet hat, die Festplatte sozusagen da drinne formatiert hat oder eure Micro-SD-Karte wird ja nochmal in der Größe etwas erweitert, damit auch die vollständige verwendet wird, in dem Fall also meine Festplatte vollständig verwendet wird. Das lassen wir ihn auch machen, dass er da erstmal ein bisschen klarkommt, aber wir gehen mal auf den Desktop und dann sehen wir auch, wie weit er schon ist. Das haben wir ja letzten Endes auch alles hier stehen. Machen wir Belena Edge dazu, das brauchen wir nicht. Hier steht nochmal, was wir eben auch getan haben. Wir haben das Richtige ausgesucht, haben das geflasht. Das haben wir alles getan. Jetzt steht hier, dass wir das genau wie wir eben gemacht haben, dass wir ein Netzwerkkabel reingesteckt haben. Wir haben Power eingesteckt und es sollte jetzt ein paar Minuten dauern und dann sollten wir ihn auf dieser Adresse erreichen. Dann klicken wir doch mal hier drauf. Und et voilà, er ist sogar schon dabei. Das kann also hier bis zu 20 Minuten dauern, dieses Ganze. Darauf warten wir jetzt einfach mal und dann richten wir das fertig ein. So, und dann sind wir schon soweit. Jetzt haben wir alles eingerichtet. Das hat jetzt bei mir summa summarum 2 Minuten gedauert. Für euch ging es ganz schnell. Ja, jetzt fragt ihr euch nach ein paar Sachen. Die müsst ihr dann sozusagen festlegen. Ich lege die hier auch mal fest. Wir legen hier auch ein Passwort fest. Ich möchte ja nicht, dass jeder hier drauf zugreifen kann. So, Benutzerkonto anlegen. So, jetzt möchte er noch wissen, wo ihr seid. Ja, ich nenne es zu Hause. Ich habe nur ein Zuhause. Und er möchte gerne mal ungefähr erkennen, wo wir sind. Schauen wir mal, wo setzt er mich hin? Das sollte ja so ungefähr passen. Ja, das passt auch. Ihr könnt jetzt hier mit dem das ein bisschen verschieben an die Position, wo es so ungefähr dann euer Zuhause ist. Ungefähr hier wohne ich. Das passt. Als nächstes Höhenmeter. Ja, kann man machen. Ich weiß, dass wir 34 Meter über Meeresspiegel sind. Metrisch, Euro, das passt. Weiter. Jetzt könnt ihr euch nochmal entscheiden, ob ihr hier so ein paar Sachen haben wollt, die ihr rausschickt, um das zu verbessern. Ich würde mal sagen, Crash Report schicke ich mit raus. Und den Rest, den lasse ich. Jetzt erkennt er das erste Mal bei euch im Netzwerk schon so seine diversen Geräte, alles was er so kennt. Ist ganz interessant. Ja, man kann hier sogar schon gleich welche hinzufügen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich füge sowas ungern hinzu. Bei meinen Tests hat es ergeben, dass wenn ich das gemacht habe, ich einen Haufen Entitäten habe, mit denen ich am Ende erstmal sowieso nichts anfangen konnte. Und schon seid ihr jetzt hier sozusagen auf der Oberfläche. Ja, er kann jetzt permanent hier eingeloggt bleiben. Er zeigt euch jetzt die Grunddaten, die er sozusagen hat. Das vom Pi, den Updater hier als Person, weil ich eingeloggt bin. Und natürlich ein paar Wetterdaten. Wir haben ja auch was eingegeben zu dem Zuhause, wo wir uns befinden. Das holt er sich dann gleich mal online. Eine Sache, warum ich das Ganze hier auch verwende, ist nachher dieser Energiemonitor hier. Und das ist eine relativ interessante Sache. Ich habe zwar nicht die Möglichkeiten hier, mit Solarpanels auch noch irgendwelche Rückspeisungen und so weiter mit einzutragen. Aber es wäre schon mal nicht ganz verkehrt. Die Karte, die ist bekannt. Da habt ihr euer Zuhause. Dann haben wir noch ein Logbuch, wo ihr dann nachgucken könnt, was so passiert ist beim Starten, wie sich Geräte gemeldet haben. Hier seht ihr dann auch nochmal Geräte, Status nach Entitäten. Die könnt ihr dann hier auch aussuchen. Das ist jedes einzelne Gerät, jede einzelne Eigenschaft eines Gerätes ist eine Entität. Media Browser, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir noch unsere Entwicklerwerkzeuge. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, die wir dann auch in Zukunft vielleicht hier und da mal anwenden. Hier gibt es sogar einen Local Tuya Reload, ist ja interessant. Ich habe noch gar keinen Local Tuya installiert. Tolles Teil. Dann haben wir hier den Supervisor mit Add-ons. Da kommen wir gleich noch zu. Wir werden gleich noch ein paar Add-ons dazu installieren. Backups. Und ein paar Systemdaten. Es wird euch dann auch regelmäßig in den Benachrichtigungen hier unten zu diesen ganzen einzelnen Sachen, Core, Supervisor, werden euch auch die Updates angezeigt, dass ihr dort neue installieren könnt. Dann haben wir noch die grundlegenden Einstellungen. Hier ist eigentlich nochmal alles drin, was auch in den anderen Tabs in irgendeiner Form drin ist. Es ist auch recht interessant. Da gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten, die man so machen kann.
Meistens benutze ich diese Oberfläche dafür dann, um hier alles neu zu starten. Benachrichtigung ist klar, er sagt mir nochmal, er hat hier irgendwelche gefunden, neue Geräte, das mache ich jetzt mal weg. Und hier unten habt ihr dann natürlich noch eure Benutzerdaten. Da werde ich auch gleich mal hier das einschalten, den erweiterten Modus. Denn das werden wir gleich noch benötigen. Ich installiere mit euch jetzt gleich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir dazu gebrauchen können. Im nächsten Mal dann, wenn ich die nächste Folge mache, installieren wir dann den Rest dazu. Sachen, die wir sozusagen jetzt ad hoc brauchen können, die wir gleich mal installieren können. Das sind zwei Sachen. Da gehe ich jetzt mal hier unter, halt unter. Jetzt muss ich aufpassen. Integration? Nein, das war es nicht. Ich komme manchmal auch nicht klar. Genau, Supervisor. Hier gehe ich mal in den Add-on-Store. Wir werden für die nächste Folge zwei Sachen brauchen. Und zwar zum einen, und das braucht eigentlich fast jeder, ist das der File-Editor. Der File-Editor, den könnt ihr euch hier dann installieren. Und dieser File-Editor hilft euch, die Konfigurationen von Home Assistant komfortabel auf der Web-Oberfläche zu konfigurieren. Für die Leute, die aus Clipper und Mainsail kommen, bei dem 3D-Druckerbereich, es ist genauso ähnlich wie in Mainsail die Editionsoberfläche. Genauso ist das hier auch und wir können dann das hier wunderbar verwalten. Hier gibt es dann immer bei jedem Plugin, was ihr installiert, so ein paar Kleinigkeiten, die relativ wichtig sind. Beim Booten starten, ja, wir wollen da starten. Das Add-on soll wieder gestartet werden, wenn es abgestürzt ist. Yep. Das Add-on soll automatisch aktualisiert werden. Bei dem Add-on mache ich mir da überhaupt keine Sorge. Yep. Und das Wichtigste, ich möchte es schnell zugreifbar haben, hier in der Seitenleiste. Also aktiviere ich das hier noch und ich drücke dann auf Starten. Jetzt dauert es einen kurzen Moment. Der File-Editor ist hier drüben schon erschienen. Ihr könnt jetzt hier drüber auf die Benutzeroberfläche. Ich kann aber auch hier draufklicken. Wenn die einmal gestartet ist, seht ihr auch eure Konfiguration gleich hier am Rand. Über andere Sachen kann man hier über dieses Ordner-Symbol durchswitchen. Hier gibt es noch eine ganze Menge andere netter Sachen. Das war das erste Plugin, was wir brauchen. Und ein zweites Plugin, was wir definitiv benötigen werden, ist Terminal und SSH. Das installieren wir hier auch. Dieses Tool erlaubt euch dann, im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, dass ihr mit PuTTY irgendwie auf den Raspberry zugreifen müsst, dass ihr das direkt von hier könnt, auf der Web-Oberfläche. Macht die Sache angenehmer, einfacher und unkomplizierter. Auch die mache ich automatisch, das schalte ich alles ein und drücke auf Start. Es gibt meistens dann bei diesen einzelnen Sachen noch so eine sogenannten Konfigurationstabs hier oben. Ihr könnt dann einzelne Sachen noch umstellen, wie ihr lustig seid, für jedes dieser Plugins. Es gibt auch ein Protokoll für jedes dieser einzelnen, wie ihr die sozusagen dann hier nochmal im Detail konfigurieren könnt. Ihr könnt uns nochmal ein anderes angucken, den File Editor. Der hat auch eine Konfiguration. Und hier gibt es auch meist eine Dokumentation, damit ihr nochmal nachlesen könnt, was jeder Parameter, den ihr in der Konfiguration einstellt, bedeutet. Ich klicke mal hier aufs Terminal. Et voilà, es funktioniert. Ihr befindet euch jetzt direkt auf dem Pi. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Das war eine relativ schnelle Sache. Das hat mich jetzt summa summarum, ich glaube so 10 Minuten gekostet, das einzurichten. Das Teil läuft jetzt erstmal und beim nächsten Mal kümmern wir uns um die weitere Software, die wir, nicht immer zwangsweise, aber die ich unbedingt drauf haben will. Und die installieren wir dann zusammen in der nächsten Folge. Das soll es wie gesagt erstmal gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.